Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Hier heute sitzt der Marc Hagenbeck, unser Mastermind auf Shoki Banoki. Guten Tag. Ja, und ich bin der Sashi und wir haben heute den 30. November und wir haben heute wieder ein bekanntes Geburtstagskind. Das ist Ridley Scott. Ridley Scott, Ridley hier zu sehen. Ja. Er ist ihn erkannt. Nee. Ja, er ist ja nur Regisseur und deswegen nicht immer im Scheinwerferlicht und deswegen nicht unbedingt so bekannt. Hat gemacht Blade Runner, Selma und Louise, Gladiator, Ein gutes Jahr und Ridley Scott natürlich Aliens. Ach, der ist das. Ja, guckst du Blade, ne? Ja, also Ridley Scott, richtig, richtig bekannter Schauspieler und erfolgreich. Heute Geburtstag, hat am 30. November 1937 Geburtstag. Cool. Aber am 30. November ist noch was passiert? Ja, am 30. November 2006 ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland wieder einmal auf unter 4 Millionen gesunken. Oder ja, zum ersten Mal, glaube ich sogar. Ja. Insgesamt waren 3,95 Millionen Menschen weiter arbeitslos. Aber das erste Mal unter 4 Millionen. Das erste Mal unter 4 Millionen. Aber da haben sie bestimmt wieder irgendwelche Statistiken verschoben. Haben sie wieder Kurzarbeit hier und Bauarbeiter, die dann hier wieder schlecht Wetter gemacht haben und Leute wieder in Maßnahmen gesteckt und dann haben sie wieder hier durch die Gegend gefaked. Haben sie wieder irgendwelche Sachen da verschoben und haben gesagt, oh, wir haben unter 4 Millionen. Aber da ist es genau dasselbe, genau die gleiche Situation im Prinzip. Aber heute auch wie ein Fakt des Tages. Der Fakt des Tages lautet, und den können wir beide jetzt nicht wirklich bestätigen, aber der Fakt des Tages ist, Männer nehmen schneller ab als Frauen. Wüsste ich. Ja, angeblich ist es so. Komm. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.